Danke, weil Sie gerade so gleich zu Anfang so guter Stimmung sind, dachte ich, ich kann mir leisten, damit zum ganz heiklen Thema anzufangen, mit dem Thema Erziehung, ja? Sie wissen ja, da scheiden sich heutzutage die Geister, nicht? Autoritär und anti-autoritär, nicht? Und ist ja heutzutage so, wenn jemand sein Wohnzimmer tapezieren will, dann kauft er sich vorher ein Lehrbuch, aber Kinder setzt man einfach so in die Welt und die müssen dann mit der Erziehung der Eltern fertig werden, nicht? Und da wollen wir Ihnen gleich so einfach mal ein Beispiel geben, wie Sie Ihre Kinder am besten vielleicht doch lieber nicht erziehen sollten. Herbert? Ja, Papa? Ah, Junge, du bist jetzt alt genug. Bist jetzt alt genug? Ich will dir heute mal gleich beibringen den Unterschied zwischen höflich und unhöflich. Ja? Oh ja. Will hier aus dem Telefonbuch mal blind eine Nummer raus? Mach ich. Und 3, 5, 6. Ja, also erstmal höflich. Ja. 3, 5, 6. Flötenkönig? Ach, entschuldigen Sie bitte vielmals, hochverehrte gnädige Frau. Würden Sie wohl die unendliche Güte haben, mir Ihren Sohn Pommy an die Muschel zu lotsen? Ich habe keinen Sohn Pommy. Oh, entschuldigen Sie vielmals, gnädige Frau. Ich küsse Ihre oberen Extremitäten. Und jetzt mal unhöflich. Hm? 3, 5, 6. 6. Flötenkönig? Ihren Sohn Pommy ein bisschen plötzlich, ja? Ich hab Ihnen doch schon mal gesagt, ich hab keinen Sohn Pommy. Ach, entschuldigen Sie, ich wusste ja, dass Sie unfruchtbar sind. Und jetzt mal als Steigerung, was ist unverschämt? Ja? Oh ja, 3, 5, 6. 6. Flötenkönig? Ihren Sohn Pommy ein bisschen zack, zack, ja? Ich habe keinen Sohn Pommy. Dann leiten Sie endlich mal was in der Wehe, damit ich ihn mal umsonst anrufe. Du Papa? Ja, ja, ja. Soll ich dir mal zeigen, wie man jemanden zum Wahnsinn treibt? Du musst nur das letzte Wort haben. Na ja, mach mal. 3, 5, 6. Flötenkönig? Ach Mama, hier ist Pommy. Waren Anrufe für mich?